بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Und trachte nicht nach Unheil auf der Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und der Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Frage Bekämpfung der Korruption, religiöse, nationale und soziale Verpflichtung. Korruption ist ein negatives Phänomen, das die Macht von Einzelpersonen und Staaten verschwindet und ein Hindernis für den Bau und die Entwicklung darstellt. Daher stimmen alle himmlischen Religionen darin überein, vor Korruption all ihren Formen und Erscheinungen zu warnen. In diesem Zusammenhang sagt Allah der Allmächtige im Koran: Richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Und in einem zweiten Koranvers steht: Sorge für Ordnung und folge nicht dem Weg der Unheilstifter. Zitat Ende. Auch sagte der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm: Wer den Allahs Gunst sucht, dem Führer gehorcht, von dem ausgibt, was er liebt, mit seinem Partner leichtfertig umgeht und Korruption vermeidet, dem wird im Schlaf und im Wachzustand ein Lohn zuteil. Zitat Ende. Korruption hat viele Formen, von denen die schwerwiegendsten finanzielle und administrative Abweichungen durch Veruntreuung öffentlicher Gelder, Nachlässigkeit bei der Erfüllung der Dienstpflichten, Vetternwirtschaft, Bestechung und Betrug sind. All dies sind Formen des ungesetzlichen Erwerbes, vor denen Allah uns gewarnt hat. Es steht im ehrwürdigen Koran: O die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte: Der Fluch Allahs liegt auf demjenigen, der Bestechungsgelder anbietet und auf dem, der es annimmt. In einer weiteren Überlieferung sagte er, Allah Segen und Friede auf ihm: Diejenigen, die die Gelder Allahs, das heißt öffentliche Gelder, zu Unrecht ausgeben, sind am Tage des Gerichtes für das Höllenfeuer bestimmt. Zitat Ende. Und in einem dritten Hadith steht: Körper, der aus unrechtmäßigen Einnahmen gewachsen ist, wird nicht ins Paradies kommen, aber die Hölle ist dafür besser geeignet. Zitat Ende. In einem vierten Hadith steht: Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Zitat Ende. Zweifellos ist die Bekämpfung der Korruption eine religiöse, nationale und gesellschaftliche Verpflichtung. Religiöse Verpflichtung besteht darin, die menschliche Seele zu läutern und sie zu Gottesfurcht zu erziehen, indem man Allah im Geheimen und in der Öffentlichkeit beobachten muss. Wie Allah im Koran sagt: Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und in einem zweiten Koranvers steht: Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Zitat Ende. Die religiöse Verpflichtung fordert bestimmte Werte auf, wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und weitere edle Werte. Der Wahrgläubige befliegt so immer Heil auf die Erde zu stiften, nicht Unheil. Allah sagt im ehrwürdigen Koran: Oder sollen wir etwa diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, den Unheilstiftern auf der Erde gleiche stellen oder die Gottesfürchtigen den Lasterhaften? Zitat Ende. Was die nationale Verpflichtung anbelangt, so müssen die Werte der Loyalität, der Zugehörigkeit und der Zugehörigkeit zum Heimatland gestärkt, das Verantwortungsbewusstsein gegenüber öffentlichen Geldern und öffentlichen Einrichtungen vertieft, eine Kultur der Korrektheit und Transparenz auf breiter gesellschaftlicher Ebene verbreitet und die Verderber ernst und stark bestraft werden. Allah der Erhabene sagt im Koran: Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie eine gewaltige Strafe.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Die soziale Verpflichtung erfordert eine Stärkung der allgemeinen Kultur der Ablehnung von Korruption und eine bewusste gesellschaftliche Wahrnehmung der Gefahr von Korruption für die gesamte Gesellschaft. Und zwar durch die Aktivierung der Rolle von religiösen Bildungs- und Medieneinrichtungen. Allah sagt im ehrwürdigen Koran, wenn es unter den Geschlechtern für euch doch nur Leute mit einem Rest von Tugend gegeben hätte, der verbieten auf der Erde Unheil zu stiften, bis auf wenige unter denen, die wir von ihnen retteten, diejenigen, die Unrecht taten, folgten dem ihnen verliehenen übrigen Leben und würden Übeltäter. Zitat Ende. Es ist daher erforderlich, keinen Verderber zu schützen und mit den zuständigen Behörden bei der Aufdeckung aller Arten von Korruption zusammenzuarbeiten, damit in der gesamten Gesellschaft Stabilität vorherrscht, wie unser Prophet Muhammad, Allahs Segen und der Friede auf ihm, in einem detaillierten Hadith beschrieb. Das Gleichnis dessen, der Allahs Grenzen beachtet und dessen, der diese überschreitet, ist wie Reisende auf einem Schiff, die bloß darüber entscheiden, wer auf das Oberdeck soll und wer Unterdeck. Jene Unterdeck müssten über das Oberdeck, um Wasser zu holen, was den Reisenden vom Oberdeck Unannehmlichkeiten bereitete. So schlugen sie den Leuten vom Oberdeck vor, ihnen zu erlauben, ein Loch in den Schiffsboden zu bohren und so Wasser zu schöpfen, ohne ihnen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wenn die Bewohner des Oberdecks die anderen ihren Plan durchführen ließen, würden sie alle gemeinsam umkommen. Aber wenn sie sie davon abhielten, würden sie sich selbst retten und alle anderen dazu. Möge Allah Ägypten und alle anderen Länder vor allem Übel beschützen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.